Feinde haben einen Held attackiert. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Zahltag. Feinde greifen eure Häuser an. Euer Dorf steht unter Beschuss. Mit der Zerstörung der Vorburg war der Weg über die Zugbrücke frei. Statthalter Kadia hatte an diesem Tag keine Gäste geladen. Das sollte Dario und seine Freunde nicht hindern, ihm einen Besuch abzustatten. Hast du schon gehört? Dario und seine Freunde sollen hierher unterwegs sein. Soll er doch kommen. Ich habe keine Angst. Genau. Er soll sich nur herwagen, dann zeigen wir ihm, wo der Hammer hängt. Der würde nicht mal mehr wissen, wo rechts und links ist, wenn wir mit ihm fertig sind. Aber solange wir hier Wache stehen, wagt er sich ohnehin nicht hierher. Ha! Genau. An uns kommt keiner so leicht vorbei. Hallo, Jungs. Oh, hallo, Dario. Netter Bursche, dieser Dario. Ich konnte ihn ja schon immer leiden. Gold, so viel Gold. Und alles gehört mir, mir ganz allein. Und wenn ich Dario endlich los bin, gehört mir alles, alles. Daraus wird nichts, Kadir. Dario! Warum so erstaunt, mich hier zu sehen, Statthalter? Dario! Lasst mich es erklären, es ist alles ein Missverständnis. Ja, ein Missverständnis. Ein Missverständnis? Erik ist tot, getötet durch die Hand einer eurer Meuchler. Und Helias hätte ebenso sterben sollen. Dafür sollte ich euch auf der Stelle... Noch nicht, Drake. Warum, Kadir? Warum das alles? Nur des Goldes wegen? Noch mehr Reichtum?
Ihr seid wirklich so naiv, wie ich es mir dachte. Denkt ihr wirklich, es geht hier einzig und allein um Gold? Nein, es geht um alles. Ich will die ganze Macht. Deine Freunde und du wart mir schon lange Zeit ein Dorn im Auge. Noch einen Schritt weiter und ich... Ah, der große Drake. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr mich die Nachricht vom Tod eures Freundes Erik gefreut hat. Und wenn es mir nicht gelingen sollte, euch zu töten, dann werden es... Genug! Was Kadir wohl damit meinte, wenn es ihm nicht gelingen sollte, würde es ein anderer tun? Dario, schaut, hier liegen alte Dokumente. Sie beschreiben ein altes, vergessenes Volk. Der Stamm des Bären, einst in die Sümpfe getrieben, verflucht und vergessen, wird wieder erwachen. Unter der Führung eines uralten Geschöpfes werden sie... Was ist los, Yuki? Das Land mit Tod und Schrecken überziehen, bis ihre Rache gestillt ist.